And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we learned that Zala Edin is in fact a horse, and we have convinced a street worker to borrow us his very nice manhole cover lifting device. And we had just descended into the catacombs of Paris in order to pursue the killer of Mr. Plantard, and there's this thing that we are now going to pick up. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Yes, it's apparently or es ist die rote Nase des Clowns. Yes. Die Nase ist hohl. Auf der Innenseite steht La Risée du Monde, Paris. Hmm. That could be the... That's probably not the name of the shop, but... Well, it could be the name of the shop that sold this. Let us go deeper. Hmm. There's something else. Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Hmm. Das aufgeweichte Tuch aus dem Rinnstein. Okay, there's another thing we can pick up. Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab. Das ist ein Stofffetzen, den ich im Rinnstein gefunden habe. Could be from the clown or could just be yeah, just happened to lie there. Either way, it seems that there's only one way to escape, except Hallo. Bleib genau da stehen. Du Kanalratte. Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich. Oh. Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort da raus. Das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay. Also, was hatten Sie da zu suchen? Hm. Okay, I'm not sure whether these symbols correspond to responses, and I'm not sure I actually understand what these two items are supposed to mean. But we could just be frank and honest. In fact, let's be so. Einen Clown. Lächerlich. Soll ich Ihnen das etwa wirklich abkaufen? Er hat eine Bombe gelegt in einem Café, hat es hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mon Dieu! Das ist schrecklich. Und Sie sagen, der Täter war als Clown verkleidet? Das stimmt. Er hat das Café in die Luft gesprengt, ist in die Kanalisation geflohen, hat sich umgezogen und ist hier herausgekommen. Mon Dieu! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe... Glauben Sie, er und der Clown sind ein und derselbe? Naja, also daran habe ich schon gedacht. Das erklärt immer noch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein. Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigalle. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind. Okay, I think it's going to be very hard to convince him.
Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie ist doch nicht etwa verletzt, oder? Nein, es geht ihr gut. Dem Himmel sei Dank. So ein armes kleines Ding wie die ist ja nie sicher, solange sowas wie sie auf den Straßen rumläuft. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich bin kein Gangster, ich bin ein amerikanischer Tourist. Das behaupten Sie. Still does not believe us. We could just pretend to be a policeman, but that wouldn't work since we already claimed it to be a tourist. Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Darauf habe ich nicht geachtet. Also verschwinden Sie jetzt, oder muss ich die Polizei rufen? Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen. Was ist denn das? Inspekteur Augustin Rossan? Was heißt das hier? Mort dezentral? Morddezernat. Die Tinte ist etwas verschmiert. Dann sind Sie also kein Tourist. Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie, ich hatte gleich so ein Gefühl, dass Sie irgendwie anders waren. Es ist Ihre Gestik, Ihre Haltung. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Fangen wir ganz von vorne an und erzählen Sie bitte alles genau so, wie es vorgefallen ist. Okay. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja, ich kenne sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor 6 oder 7 Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die Ihr Besuch für mich bedeutet. What? Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? Okay, some things I would like not to know, please. Okay, can you now recall whether the guy had a suitcase or not? Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Aber ja, sicher. Aha. Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht, aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur. I guess there are people who would say otherwise, but... what can you tell me about this dirty tissue? Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur. Das ist einfach abstoßend. Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt. Na super. I will show it again to you. Habe ich Ihnen eigentlich schon dieses Tuch gezeigt? Oui, Monsieur. Aha, okay. What about the guy, Plantin? Okay. I suppose it's pointless asking him about that, but... Sagt Ihnen der Name Plantin etwas? No, Monsieur. Wer ist das? Der Mann, der in der Explosion umkam. Ich werde den Schuldigen zur Strecke bringen. Ich werde ihn finden, und wenn ich in jeden Gully, in jeder Stadt in Europa kriechen muss. Bravo! Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenhyänen anzulegen.
Ja, ich verstehe schon. It's not clear to me whether he actually caught the man or not. The dialogue was a bit misleading, I think. Okay, what can you tell me about this nose? Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Das sieht mir sehr nach einer Clownsnase aus. Genau, die muss er in seiner Panik verloren haben. Es sei denn, er wollte, dass Sie sie finden. Warum sollte er das wollen? Um sie auf eine falsche Spur zu locken. Unlikely, given the fact that we know that he exited through this manhole cover. Schauen Sie sich mal die... Die haben Sie mir schon mal gezeigt, Monsieur. What can you tell me about this tool? Damit habe ich den Gullideckel geöffnet. Ich habe genau sowas auch im Haus. Kann ich schnell mal holen, wenn Sie wollen. Nein, machen Sie sich keine Mühe. Oh, das macht keine Mühe, Monsieur. Vergessen Sie's. Ich versuche ja nur, Ihnen zu helfen, Monsieur. Hm. Sagt Ihnen dieses Stück Stoff irgendwas? Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Do you still have this jacket by any chance? Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen. Also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Hm. Eine Schande. Denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. And what was that name? Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe sie einer herumziehenden Zigeunernäherin gegeben. Oh. Ich habe auch immer so ein Glück. I guess we will never see that jacket again. Steckte noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein einziger Sou. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen und sich ganz raffiniert als normaler Passant verkleidet. Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Hm. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Schade. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74 98 0 8 59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein? Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Da bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss. I just love the characters in this game. This game has so many memorable characters. Okay, you were incredibly helpful, Mister. I think that's... I've asked you everything that I could ask you. Ich muss jetzt wieder los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Wirklich? Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Ich lasse Sie raus. So with two new leads, the name of the shop that was in the clown's nose. Ich hoffe, Sie schnappen den Kerl, Inspekteur. Das hoffe ich auch. The telephone number of the tailor. And we magically exit there. I don't think we can go back. Can we? Hallo, erinnern Sie sich noch an mich? Mais oui, Inspekteur. Haben Sie ihn gefunden? Wen?
Den Mann aus der Kanalisation natürlich. Ich gehe gerade das Beweismaterial durch. Puh, um den Job beneide ich Sie nicht, Monsieur. Also, was machen Sie so, wenn Sie nicht gerade die Kanalisation durchforsten? Ich dusche ziemlich viel. Oh, sehr gut, Monsieur. Ah. Ein Polizist mit Humor. Yes, in case you missed some of the dialogue, you can ask him again. Okay, I don't have anything to ask you. Ich muss jetzt wieder los. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. So, when we come back, folks, we will pursue the new leads that we have found. And we will maybe pay a little visit to Mademoiselle Nicole Collard. A bientôt. A bientôt.